meinem jüngeren Ich würde ich raten, und zwar habe ich da immer seit meiner Jugend ein Foto im Kopf, das ich in einem Ärztezimmer damals gesehen habe. Auf dem Foto waren vier Wörter, sollte, hätte, müsste, könnte. Und diese Worte waren alle durchgestrichen und ganz unten ist dick und fett gestanden, machen. Ich konnte ihm nur jeden raten, die Chancen beim Schopf zu packen und dementsprechend angreifen und die Sachen bis zum Ende fertig erledigen. So, glaube ich, hat man eine sehr gute Grundausbildung fürs weitere Leben. Auf meiner Visitenkarte steht Wiesmann Bernd. Ich arbeite bei der Stiegl als Bierversilberer. Das Coolste an meinem Job ist definitiv, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, Persönlichkeiten jeden Tag anzutreffen und mit ihnen zu arbeiten. Also es ist auch jeden Tag wieder eine neue Herausforderung, es wird nicht langweilig und es gibt immer wieder neue Situationen, die man bewältigen soll. Die Herausforderung in meinem Job liegt darin, dass man sich selber sehr gut organisiert, dass man die Tagesabläufe, Wochenabläufe sowie seine eigenen kleinen Ziele und großen Ziele konsequent verfolgt, plant und dementsprechend umsetzt. Die Stiegl ist die führende Privatbrauerei in Österreich mit dem Sitz da in Salzburg. Wir sind der kompetente Partner, wenn es geht rund ums Getränk. Und ich würde sagen, Bierversilberer, mein Job, der beinhaltet Bierversilbern, ist eigentlich ein alter Ausdruck für Bier verkaufen. Bier an die Gastronomie, an den Endkonsumenten bringen. Und meine Aufgabe besteht darin, bestehende Gastronomiekunden wie Hotel, Gasthäuser, Restaurants und Bars oder auch Vereine, die Getränke brauchen und Feste feiern, gut zu betreuen, bestmöglich an Stiegl zu binden und schauen, dass denen gut geht bei uns. Und mein zweiter großer Part ist, Nichtkunden, also Kunden vom Mitbewerber, bestmöglich dazu überzeugen, dass wir die bessere Firma sind und das mit Persönlichkeit und persönlichem Kontakt und guten kaufmännischen Angeboten zu uns zu bringen, zu uns zu Stiegl zu bringen. Ein klassischer Arbeitstag bei mir sieht folgendermaßen aus. Meistens komme ich in der Früh ins Büro, treffe mich mit Kollegen, wir machen Informationsaustausch, die wichtigsten Sachen. Anschließend fahre ich dann in mein Arbeitsgebiet und besuche Gastronomiekunden. Dort werden sie möglichst optimal von mir beraten, schaue, dass sie sich wohlfühlen bei uns in der Brauerei und dass sie gut aufgehoben sind. Neben den ganzen verkäuferischen Tätigkeiten, die man in meiner Sparte als Bierversilberer jeden Tag natürlich machen muss, ist ein großes Thema auch die Schankanlagen und die Schanksysteme, die wir im Hause führen. Da haben wir natürlich unsere Spezialisten in der Schanktechnik, die sich die Kundschaften dann bestmöglich auch informieren und beraten. Mein Werdegang ist folgender. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf in Empach im Pinzgau. Nach Volksschule und Hauptschule bin ich dann in die HTL in Saalfelden gegangen. Habe dann die Baubranche gewählt, habe die Hochbauausbildung gemacht, maturiert und nach einigen Gelegenheitsjobs, sei es ein Skilehrer, ein bisschen Tauchdicken und ein Bundesheer, ist dann mein Vater, der ja 25 Jahre vorher schon den gleichen Job gemacht hat wie ich jetzt, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob das für mich eine Option wäre, sein Nachfolger zu werden. Und ich habe mich nach kurzen Überlegen dazu entschieden, aus der Baubranche in die Braubranche zu wechseln und bin jetzt seit über 16 Jahren da tätig und mache das heute noch so gern als wie am ersten Tag. Ja, es geht auch ohne meinen Werdegang. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass man genau die Richtung, was ich gemacht habe, einschlägt, sondern ich habe in meinem Kollegenkreis sehr vielfältige Ausbildungen, sei es im AHS-Matur, BHS-Matur oder aber auch Lehren. Die haben sich einfach eine Lehre gemacht im Bereich Kellner, im Bereich Gastronomie und sind dementsprechend da sensibilisiert auf das Thema Gastronomie, das ist ja der Hauptpunkt in unserer Arbeit ist. Wichtig ist, dass man einfach die Eigenschaften mitnimmt, offenherzig zu sein gegenüber dem Geschäftspartner, ehrlich und konsequent in der Umsetzung bei seiner Arbeit, um entsprechend erfolgreich im Verkauf zu sein.